Panasonic steht für einmal nicht für Japan, sondern für Australien. Im neuen Australien-Gehege im Zürcher Zoo ladet Panasonic zum Spitzentrio-Event. Drei Kameras, eine Zielgruppe. Die Profis. Der Bruno Wüst von der Panasonic Schweiz erklärt: Ich glaube, es ist hier die Zeit, dass wir eben den nächsten Schritt machen, und zwar in das semi-professionelle oder ins professionelle Segment, weil das Know-how von Panasonic ist da zum einen, und zum anderen kann man natürlich sehr gut auch oder sehr stark auf einen Partner Leica zählen, der uns in der Objektivtechnologie natürlich seit Anfang unterstützt und uns auch die Spezialität von diesen lichtstarken Leica-Objektiven auch in die Panasonic-Welt hineinbringen. Vor über einem Jahr ist die GH5 lanciert worden. Die Hybrid-Systemkamera ist immer noch das Zugpferd im Spitzentrio. Man muss ganz klar sehen, im Vordergrund steht die GH5, also unsere Hybridkamera, die sich nach wie vor am meisten verkauft. Aber mit der G9 und mit der GH5S haben wir ein neues Segment können ansprechen, das bis jetzt für Panasonic noch unbekannt war. Und ja, das ist uns gelungen und wir haben dort schon sehr, sehr gute Feedbacks auch bekommen von Journalisten, aber auch von Händlern und Endkonsumenten. Panasonic auf dem Sprung in eine neue Dimension. Die Zeit wird es zeigen. Mit dem Spitzentrio GH5, GH5S und G9 sind die Voraussetzungen aber geschaffen.